Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, wo sind wir denn? Wir haben letzte Folge mit einem Roboter gekämpft. Mit den losen Fäusten haben wir ihn niedergemäht. Und jetzt suchen wir dieses Viech, den Oberroboter, hier in diesem Haus. Aber erst gucken wir uns ein bisschen um. Wer bist du denn? Wer ist da? Sind Sie... Sind Sie ein Kunde? Jetzt hören Sie mal zu. Jeder einzelne Artikel befindet sich genau da, wo er hingehört. Ich habe Jahre gebraucht, hier Ordnung reinzubringen. Sie können sich umsehen, aber nichts anfassen. Okay. Und nichts anfassen. Wenn ich was anfasse, dann haut er mich. Ich beobachte sie. Okay. An alle Mitarbeiter! Verdächtiges Verhalten ist umgehend dem Direktor zu melden! Das ist eine Bowlinganlage, da kann man auch noch rein. Und wie komme ich jetzt... Vorsicht vorgeben! Roboter und Kommunisten! Jo. Komm ich denn da hoch? Ah, nehmen wir doch den Fahrstuhl hier, das würde helfen. Während wir diesen Jede Fahrstuhl Abweichung nehmen. Von den Standardprozeduren muss vom Direktor genehmigt werden! Komm hier rein, Preston, komm hier rein. So. Machen wir doch mal hoch. Die Galeria ist auf Anordnung des Direktors geschlossen. Fahren wir doch mal hoch. Okay, Made. Treten Sie vor. Langsam. Bleiben Sie stehen. Ich habe Ihr Vorgehen beobachtet. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Für ein... Aha. Ich weiß es ja nicht, aber immer mal provisorisch. Oh Mann, wir haben gar keinen Anzug dabei. Warum wir auch immer keinen Anzug dabei haben. Dann müssen wir wohl ein sauberes, rosafarbenes Kleid anziehen. Mich beobachtet. Du hast mich beobachtet? Dachten Sie wirklich, eine hochmoderne Einrichtung wie die General Atomics Galeria hätte keine richtige Überwachungsausrüstung? Und doch, trotz all meiner Sensoren und all meiner Roboter, weiß ich nicht, warum Sie wirklich hier sind. Was haben Sie vor? Für wen arbeiten Sie? Ich will antworten. Warten Sie. Die große Neueröffnung. Sind Sie Neueröffnungsaufseher 18 Alpha? Sie sind spät dran. Ja. Ja. Ja, genau. Für die manuelle Genehmigung der großen Neueröffnung wird eine Authentifizierung benötigt. Ich muss also Ihre ID sehen, Sir. Warte, manuelle Aktivierung? Gibt es noch eine andere? Automatische Aktivierung war für den 1. Januar 2078 geplant. Warte, analysiere. Beschädigte Task festgestellt. Taskplaner repariert. Zuvor geplante Task wird nun ausgeführt. Zugriff auf Protokolle. Alle Einheiten, bereithalten für die große Neueröffnung. Verarbeite Firmware-Updates. Erledigt. Aha. Das war doch einfach. Würde ich sagen. Installiere Kampfhemmung. Erledigt. Weise neuen Einrichtungsaufseher zu. Erledigt. Die General Atomics Galeria ist jetzt geöffnet. Als neuer Öffnungsaufseher führen Sie unsere heutige Kundentombola durch. Hier ist der Hauptpreis. Das wäre alles, Soldat. Wegtreten. $15 ist der Hauptpreis. Das ist aber nicht viel. Ich habe Vorräte aus dem Hauptquartier angefordert.
Bis sie eintreffen, müssen wir durchhalten. Aha. Ich werde mal speichern kurz. Das Ding kann ich nicht hacken. Ich kann das angeblich nicht hacken. Das ist natürlich ganz doof. Level up. Also wir können erstmal Schlösser knacken, Meister lernen. Nächstes brauche ich Level 41. Hier brauche ich Level 21 für Meister. Starker Rücken haben wir ja schon einmal. Das ist die Frage, was möchte ich als nächstes mal machen, ne? Roboter-Experte. Waffenfreak ist eigentlich Level 25. Vielleicht ein bisschen mehr Glück. Das ist auch gut, aber nicht. Das ist gut. Mehr Munition in Behältern. Gewehrschütze. Bleibt tödlich aus, sofern ein Angriff mit automatischen Gewehren versucht. 20% mehr automatische. Wissenschaft. Hightech Mods. Das ist auch gut. Das muss ich eigentlich auch nochmal machen irgendwann. Linke Finger. Revolverheld mit nicht automatischen Pistolen. Nein, kann man Waffen mehr schaden. Automatische Waffen. Nicht automatische Gewehre. Weiß ich gar nicht. Einen auf Glück. Dann haben wir noch einen, falls wir nochmal irgendwie was brauchen. Jetzt gucken wir uns hier nochmal um, was hier überhaupt jetzt auf ist. Die Bowlingbahn auf hat. Da gucken wir auf jeden Fall mal rein in die Bowlingbahn. Ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Schauergeschichten über das Institut glauben soll. Hört sich für mich vor allem nach Paranoia an. Ja, ich weiß auch noch nicht. Willkommen in der Bäckerei Pinelli. Mein Name ist Crisp. Ihre Bestellung? Was verkauft ihr hier? Was verkaufst du? Das ist eine Bäckerei. Handel. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas möchten. Auf, wenn Kommi, Bing Bong und Süßkram hat er. Naja, okay, danke. Naja. Reiß die Barrikaden ein! Es nähern sich Kunden! Haben wir hier? Hallöchen, kommen Sie rein. Willkommen bei Slocum Joe's. Wie wär's mit einem Kästchen Kaffee? Geht aufs Haus. Oh, sicher? Tja, dann bedienen Sie sich. Aus Versicherungsgründen gibt es hier nur Selbstbedienung. Aha. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Möchten Sie eine heiße Tasse Kaffee? Was habt ihr sonst noch? Ich würde
werde Ihnen eine Auswahl unserer weltberühmten Donuts anbieten. Die sind aber leider nicht mehr ganz frisch. Aber ich habe bestimmt noch was. Mal sehen. Brennstoff hat er. Kaffee, Süßkuchen. Ja, ja. Nein, 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 nein. Das hier? Willkommen bei Maddox. Unser Boxlehrer, The Champ, ist heute leider ein wenig unpässig. Anscheinend wurde der Champ ausgezählt. Wenn Sie etwas brauchen, kann Danny Ihnen helfen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, was möchten Sie denn kaufen? Was verkauft ihr hier? Alles für Ihren Körper. Reformkost, Nahrungsergänzungen, Sportgeräte. Sie wollen es, Maddox hat es. Normalerweise. Zurzeit habe ich nur Nahrungsergänzungen. Möchten Sie einen Blick darauf werfen? Mal gucken mal. Ja, ich schau mal, was du hast. Kein Umtausch, keine Rückgabe. Mental Buffer, oh, naja, gut. Du hast aber nicht. Die haben alle nicht so viel, ne? Kann ich das Buffer nehmen? Das ist nicht rot. Ich nehme so ein Buffer rot. Und Jet, Stimpaks. Wunderbar. Sie kommen gerade rechtzeitig zur Produktvorstellung. Hier entlang, bitte. General Atomics, der Weltmarktführer in Sachen Haushaltsrobotik. Unsere zuverlässige Reihe der Mr. Handy Haushaltsroboter wird Sie von der Plackerei der Hausarbeit befreien. Vom Kuchenbacken bis zum Kinderpflegen, von Aufträgen bis Aufräumen. Bei Mr. Handy ist alles in guten Händen. Und unsere Modelle sind berühmt für ihre Zuverlässigkeit und Robustheit. Bei richtiger Pflege hält ihr Mr. Handy ein Leben lang. Ja. Schauen Sie sich bitte die Vorstellung an. Kunden des Militärs bietet General Atomics unsere Mr. Gazi Produktreihe an. Ausgerüstet mit aktuellster Militärtechnologie. So viel zu unserer heutigen Produktvorstellung. Einen schönen Tag noch. Wie kann ich Ihnen helfen? Roboter zu verkaufen, Freizeit? Kann man ja auch Roboter kaufen? Die Ausstellungsstücke? Nein, die sind nicht zu verkaufen. Normalerweise würde ich Ihnen gerne einen Mr. Handy-Bausatz anbieten. Aber leider haben wir nichts mehr vorrätig. Die neuen Modelle dürften in Kürze hier eintreffen. Zeig mal, was du so hast. General Atomics. Kompetenz in Sachen Robotik. Gut. Also es wäre bestimmt auch lustig gewesen, wenn man Mr. Handy mitgenommen hätte. Wahrscheinlich hätten sie ihn einbehalten wollen. Gibt es noch einen Diner? Willkommen bei Handy Eats. Setzen Sie sich. Ich bin gleich da. Naja, ein bisschen. Nehmen Sie Platz. Sie werden gleich bedient. So gefällt mir das. Und ziehen wir uns erstmal wieder was an, würde ich sagen. Ist ja ein bisschen frisch in diesem Kleid, ne? Also, was darf sein? Magenbeck, Kaugummi, Whisky. Kommt mein Whisky. Naja. Okay, das heißt, uns bleibt es eigentlich nur noch die Bowlingbahn und dieses schöne Geschäft hier.
Und dann ist auch schon wieder Ende im Gelände. Willkommen bei Fellows. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Was verkauft ihr hier? Was gibt's denn hier zu kaufen? Leider nicht viel. Unsere Lieferanten sind spät dran und die meisten Geräte sind wohl schon verrostet. Aber ich hätte Schmuck, Kleidung, vielleicht ein paar Haushaltswaren. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Wir führen nur Produkte von höchster Qualität. Aha. Na. Wenn das 2 drauf hätte, würde ich den ja kaufen, aber so, nee. Behalt mal dein Zeug. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. In die Bowling-Anlage. Willkommen bei Back Alley Bowling. Unsere Bahnen funktionieren heute leider nicht, aber Sie können sich umschauen. Ich wünsche viel Spaß bei Ihrem Besuch. Tut mir leid. Müsste mal wieder geputzt werden. Genießen Sie Ihren Tag in der Galerie. Bowlen, ja? Kannst du das denn? Was willst du damit? Bowling spielen. Wir werden mal versuchen, jetzt Bowling zu spielen. Bisschen aus dem Weg. Wir haben nur einen Versuch. Und auf die Plätze. Fertig. Oh, 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 oh. Der kommt fast an. Nein, jetzt habe ich ihn aufgesucht. Nochmal. Ja. Aber jetzt und jetzt mit richtig schön Anlauf. Und der geht leider ins Aus. Ich würde sagen, ich muss schon ein bisschen näher ran. So, ist gut. Und. Oh, und der ist leider im Aus gelandet. Aber wir haben noch einen Versuch. Aus dem Weg. Aus dem Weg, Mann. Aber jetzt. Oh, 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 das war fast ein Strike. Das war fast ein Strike. Noch einmal. Und wie mit ganz viel Anlauf. Oh, oh, oh. Sommerkleidung. Hemd. Haben wir denn noch eine Bowlingkugel hier irgendwo? Nicht wirklich, ne? Ich habe jetzt da hinten reingeworfen. Einen Versuch haben wir noch. Oh, ist mir genau in den Lauf gelaufen. Ah, jetzt habe ich es aufgesammelt. Na gut, na gut. Wir haben es nicht ganz geschafft. Oh. Willkommen bei Back Alley Bowl. Tut mir leid, Sir. Unsere Bahnen sind geschlossen. Daher haben wir nicht geöffnet. Das ist sehr traurig, finde ich. Dass die Bahnen nicht geöffnet haben. Hier ist aber... ein Terminal. Den schauen wir uns mal an. Mann, wir wirbeln echt eine Menge. Ja. Die Galerie ist zurzeit geöffnet. Das Direktor-System ist aktiv. Der einen
Richtungsaufseher ist anwesend. Fehlmeldung von Lädeneingang 0. Einzelhandelrichtlinien. Die General Atomics Gallery, die Galleria, wurde entwickelt, um den Umfang und die Vielseitigkeit der Roboter von General Atomics International oder auch GAI unter Beweis zu stellen und als Modell für unser Konzept eines mit Roboter betriebenen Einkaufszentrums zu dienen. Die Galleria wurde mit speziellen Hochleistungsrobotern ausgestattet, die für die autonome Funktion im Rahmen des GIA Directors Management Systems geeignet sind. Laut Bundesgesetz ist die Anwesenheit eines Aufsehers vor Ort erforderlich. Diese Aufgabe übernehmen Sie. Jegliche Aktionen oder Eingriffe Ihrerseits werden sich allerdings störend auf die Betriebsziele der Galleria aus und sind streng verboten. Sollten Sie keine anderen Anweisungen erhalten, dürfen Sie Ihr Büro nicht verlassen. Okay. Staub auf. Ah ne, jetzt habe ich aber nicht alles gelesen, da war noch mehr. Kommunikationsaufzeichnung. 8.7.2077. Die Abteilung für Kundenpflege nimmt die in ihrem letzten Bericht dargelegten Bedenken zur Kenntnis. Allerdings stellen ihre Eingriffe eine unerwartete Variable dar, die in der ursprünglichen Programmierung der Roboter nicht vorgesehen ist und verantwortlich für die fragliche Verhaltensskandalfehler sein könnte. Darauf hinaus hat ihre Rolle bei diesem Vorfall unter Umständen zu einer weiteren Rechtsschuld bei GA geführt. Wir möchten noch einmal betonen, dass alle Aufseherfunktionen vom Direktor der Galeria durchgeführt werden sollen. Unterlassen Sie bitte weitere Kontakte zu den Robotern oder Kunden. 19.07.2077. In Anbetracht der Ereignisse der letzten Zeit sind Sie autorisiert, dem Direktor beim Auffinden von Robotern mit Fehlfunktionen zu helfen und die Effektivität der Reparaturen Ihrer Programmierung zu überwachen. Sollte es zu weiteren Todesfällen kommen, sind Sie außerdem autorisiert, den Überlebenden, falls vorhanden, im Namen von GA eine sofortige finanzielle Wiedergutmachung anzubieten. Siehe Entstehungstabelle 14J. 26.07.2077. Passwort für Überbrückung der Galeria DMS hinzugefügt. Die Galeria bleibt ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Sie haben dem Direktor davon in Kenntnis zu setzen und die sofortige und vollständige Abschaltung des gesamten Zentrums und sein Personal zu beaufsichtigen. Falls Sie glauben, dass Direktor kompromittiert wurde, können Sie ihn abschalten und das Terminal zurück Überbrückung des DMS in seinem Büro benutzen, um eine manuelle Notabschaltung der gesamten Galeria einzuleiten. Das Passwort für das Terminal lautet JJ4. 23.10. Mr. Kincaid. Nach dem Eintreffen im Zentrum haben Sie sich im Büro des Direktors in der Statue zu melden. Interessieren Sie sich als Neueröffnungsseher 18 Alpha, zeigen Sie Ihre ID vor und befehlen Sie dem Direktor die Einleitung des Neuaufnahmeprotokolls. Daraufhin werden mehrere Firmenaktualisierungen durchgeführt, um die Kaskadenfehler zu beheben und den normalen Betriebsablauf der Roboter wiederherzustellen. Wir raten zu äußerster Vorsicht, da wir davon ausgehen, dass Direktor ebenfalls kompromittiert wurde und unter Umständen für den Tod Ihres Vorgängers verantwortlich ist. Aha, also irgendwie, bis jetzt ist doch alles gut. Alles gut. Bitte sehen Sie sich um. Ich sehe mich um. Ich glaube, diese Folge wieder mal GEMA. Richtlinien zufolge. Man kann sogar Billard spielen. Irgendwie. Ein ganz klein wenig. Ja, aber mehr ist hier auch nicht drin. Oh, hier werden noch 100 Krümel gewesen. Ich wünsche viel Spaß. Oh, hier ist ein Safe.
geschafft. Patronen, Mentets, Impulsmine. Oh, ansonsten. Wow. Ja, ich auch nicht. Aber weil hier Gas austritt. Gut, gut. Gehen wir wieder raus. Das war doch auf jeden Fall ein interessanter Ausflug in dieses schöne Einkaufszentrum. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir nicht abschalten sollten. Ah, ganz unten warten. Ich speichere oben jetzt gleich nochmal. Ich werde einfach mal die Maschine anwerfen, mal gucken, was da kommt. Nicht laden, speichern. Alle Systeme arbeiten mit maximaler Effizienz. So, Warnung. Dieses Terminal dient der Aktivierung einer manuellen Notfallüberprüfung durch den Aufseher für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Direktormanagement Fehlfunktion aufweist oder aus einem anderen Grund nicht funktioniert. Wenn hier normale Notfall wurde deaktiviert. Aha. Gut, nur Fehlermeldung zu verzeichnen. Wahrscheinlich. Weil ich das Ding schon kaputt geboxt habe. Na gut, wir gehen jetzt. Viel Spaß bei Ihrem Besuch. Wir haben auch das geregelt. Willkommen in der neuen und verbesserten General Atomics Galerie. Das Zentrum ist jetzt geöffnet. Wir waren auf dem Weg, um eine Mission zu machen für Preston. Gravy, oder wie er heißt. Und wir werden dann in der nächsten Folge auch da ankommen. Und mal gucken, was wir überhaupt tun müssen. Was macht er denn schon wieder? Worauf schießt du denn? Kommst du jetzt bitte? Schießt er da einfach rum? Als hätte ich ihm das erlaubt. Links ist auch noch irgendwo einer. Oh Mann. Die Bellen. Das war sein Kopf. Das sah doch mal gut aus, wa? So, das wäre das, genau. Ah, jetzt sind wir ja auch gleich da. Dann würde ich an dieser Stelle auch schon mal wieder anfangen. Oh, Kinderkrippe Greentop ist das nämlich. Sehen wir uns schon mal um. Kleidung. Sauber, schmutziger, hellbrauner Anzug. Ein Filzhut. So.
Und dann sage ich an der Stelle halt auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.